Martin Fuchs und Paul Richter müssen jetzt einen Überfall auf die Insassen eines ungewöhnlichen Fahrzeugs aufklären. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie uns angerufen? Oh, sind Sie gefahren? Ja, genau. Petra Klein, guten Tag. Petra Grüß Sie. Klein, hallo. So, was passiert? Ja, wir... So, ja, ein Arsch hat uns überfallen. Genau. Ich bin auch total aufgeregt. Also meine Handtasche ist geklaut worden. Ich war auf dem Weg jetzt hier zur Betriebsfeier und habe gedacht, nimmst du mal so eine Rikscha, ne? So ein bisschen Touristentour hier. Und ja, und auf einmal kommt jemand auf uns zu. Maskiert, ich habe etwas größer als ich vielleicht. Und reißt an meiner Tasche. Ich habe natürlich erstmal alles Mögliche versucht. Er ist noch mit eingegriffen. Ja, und dann gab's Sie waren der Fahrer der Rikscha, ist richtig? Ja. Okay. Brauchen Sie einen Arzt? Genau, ja, der hat mir noch eine geknallt. Hier hingeworfen, Rikscha wahrscheinlich noch beschädigt. Ja, okay. Von ihr kriege ich keine Kohle. Ich habe halt eben mein Geld nicht dabei. Ob wir einen Arzt für Sie rufen sollen? Sollen wir einen Arzt nein, holen? Nein, das geht schon. Das so? Okay. Nee. Dann brauche ich einmal einen Ausweis von beiden. Haben Sie denn jetzt einen Ausweis nein, dabei? Nee. Der ist wahrscheinlich in der Tasche drin. Ne? Nee, ich würde ihn ja bezahlen, aber genau. Ist natürlich Weil Sie in meiner Handtasche auch, ne? Kann ich verstehen. Ja, warte, ich gebe es Ihnen mal. Genau, hier ist mal ein Ausweis. Dann gucken wir nämlich direkt mal, Herr Probst. Ja, toller Tag. Ja, wird schon. Das geht schnell. Also wie gesagt, bei uns. Dass die Dame jetzt nicht bezahlen kann, ist ja klar, ne? Wenn Portemonnaie geklaut wurde. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen kann, es gibt eine Verbindung zwischen der ausgeraubten Frau und dem skrupellosen Täter. Für mich wäre wichtig, können Sie mir den Herrn beschreiben? Also er war gefühlt etwas größer als ich. Ja. Normal, schöne Statur. Ja. Aber er hatte ein Tuch um, so ein Schal umgebunden und eine Kapuze. Wie sah das aus? Also können Sie das näher beschreiben? Also es war so eine schwarze Kapuzenjacke. Ne? Und dann hatte er so ein Schal, wie so ein fein gestrickter, gewebter Schal. Den hatte er so um Mund und Nase, sodass man nur die Augen sah. Aber das ging alles so. Aber alles schwarz, wie Gangster-Abziehbild. Ja, okay. Ja. Und es ging alles so schnell. Ich meine, ich habe natürlich meine Tasche. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, ist er sogar aufs Schiff gelaufen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich mich sofort um ihn gekümmert habe. Ja, doof wäre es, aber das kann uns ja ein bisschen zuspielen. Dann würde ich vorschlagen, der Kollege und ich, wir gehen mal. Sie wollten eh auf das Schiff, haben Sie gesagt. Ja, natürlich. Das ist ja die ganze Firma. Mein Chef ist da. Ich wollte ja eigentlich zur Feier gehen. Wir haben eine große Betriebsfeier heute. Paul Richter und Martin Fuchs gehen dem Hinweis sofort nach. Möglicherweise hat sich der Täter auf dem Partyschiff versteckt. Oh wei, oh wei, oh wei. Das haben Sie schon verpasst, Frau Klein. Guten Tag. Komm mal ganz kurz zur Musikleitung. Ja, kommst du denn? Nein, Gordon. Warum bringst du Polizei mit? Ja, wir klären Sie auf jetzt. Ja, das ist gut. Wenn wir einmal kurz Ruhe haben können, danke schön. Ja, die hat schon ausgemacht. Herrschaften, wir wollen Sie beim Feiern gar nicht lange stören. Wir haben ein kleines Problem. Ihre Kollegin, die Frau Klein, ist gerade durch eine kleine Geschichte auf uns gestoßen, beziehungsweise hat uns angerufen. Die Frau Klein vermisst eine Handtasche, die auf der Straße entwendet beziehungsweise geklaut wurde. Wir vermuten allerdings aufgrund der Spurenlage, dass sich die Person, die für diesen Diebstahl verantwortlich ist, hierhin bewegt hat. Meine Frage an Sie. Ist Ihnen jemand aufgefallen mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einem schwarzen oder einem dunklen Halstuch? Nee, kann hier nicht mit einer sein. Damentasche durch die Gegend? Das ist eine Firmenparty hier. Das haben Sie keinen Fremden mitbekommen? Keinen Fremden. Hier sind eigentlich nur alle meine Mitarbeiter und die kenne ich alle. Ist auch nichts aufgefallen. Ja, bitte. Keine Ahnung. Ich habe vorhin einen Typen mit einem Pulli oder irgendwas Schwarzem im Gesicht. Ja. Auf Toilette huschen sehen. Der hatte auch eine Tasche bei sich. Das passt mir. Wo sind Sie denn? Wo ist denn? Hier vorne. Wir machen das schon. Bleiben Sie mal ruhig. Zeigen Sie mir das mal, genau. Bleiben Sie ruhig mal zurück, bitte. Also ich dachte, das passt hier irgendwie gar nicht so rein. Ja. Die Beamten nehmen die Herrentoilette genauer unter die Lupe. Den Täter können Martin Fuchs und sein Kollege Paul Richter zwar nicht stellen, dafür finden sie aber das zurückgelassene Diebesgut. Wissen Sie, was Sie in Ihrem Portemonnaie drin hatten? Da ist mein Personalausweis drin, da sind ein paar Euro drin. Das Schein, also das ist halt eben die Kreditkarte. Also dieses okay, typische. Wie gesagt, schauen Sie mal durch, ob alles drin ist, was Sie drin hatten. Aber der muss ich auch nicht schauen. Weißt du, ja, was machst du für weg ist? Was? Der USB-Stick ist weg. War das weg? Der USB-Stick. Der Firmen-USB-Stick, auf dem alle Daten drauf sind. Nein, das ist nicht dein Ernst. Joachim, der ist ja, ich muss ihn wenn ja immer... Wenn der weg ist, ja, so ich nimmst du den mit auf den Party? Weil ich ihn immer bei mir habe. Oh, das ist doch... Joachim, wenn das die Daten ist ein Stick, da sind alle Daten drauf. Da wirst du sehen, dass dieser Stick... Du kommst mal raus, ein bisschen eng hier. Da sind alle Firmendaten drauf, da ist... Okay. Gehen Sie mal weiter, durch in diesem... Okay. Also, Geld ist weg wahrscheinlich, ne? Was Sie dabei hatten. Schauen Sie mal rein. Nein, das Geld ist drin.
Geld ist das drin. Geld ist drin. Es fehlt. Dann geht es doch nur um den Stick. Da sind geheime Firmendaten drauf. Also das scheint ja dann so, doch so sein, dass jemand wusste, dass sie diesen Stick immer bei sich führen. Ich habe den ja immer bei mir. Jeder aus der Firma weiß. Das sage ich ja gerade, gnädigste. Lassen Sie mich mal aus. Entschuldigung. Also es scheint ja so zu sein, dass... Ich gehe mal zu der Kellnerin. Gute Idee. Dass es so ist, dass jemand wissen muss, dass sie den Stick immer bei sich haben und sie deswegen gezielt... Ja, das ist jetzt die Frage. Den Einzigen, wie gesagt, wo ich nicht weiß, das ist von der Kerstin, der Freund, der ist jetzt mit dabei gekommen. Wer ist der Freund? Es wissen alle, also die Kerstin ist ja unsere Kollegin. Ja, die habe ich vor ein paar Wochen entlassen, weil sie eben nicht so mitgearbeitet hat, wie wir uns vorstellen. Und die ist dann noch aufgetaucht und haben gesagt, okay, dann darfst du heute noch mal mitmachen, ist ja kein Thema. Aber die hat, sonst kenne ich jeden Mitarbeiter. Wo ist die junge Dame? Kerstin? Ich sehe sie gerade nicht. Wir vermissen noch eine Kerstin. Wir vermissen eine Kerstin. Weiß jemand, wo die sein kann? Hat die jemand gesehen? Nee. Ist es vielleicht möglich, dass die junge Dame zur Toilette gegangen ist? Da müssen wir noch mal schauen. Da bleiben Sie zurück. Ja, bleiben Sie doch mal hier, wir machen das ja schon. Nee, nicht da rangehen. Hochempfindliche Räumlichkeiten. Da während der polizeilichen Ermittlungen niemand das Partyschiff verlassen hat, muss sich die entlassene Angestellte noch in unmittelbarer Nähe befinden. Hallo, die Polizei ist da. Guten Tag. Können Sie einmal die Tür öffnen? Bitte einmal die Tür öffnen. Kerstin? Sofern Sie fertig sind. Ja, zügig. Komm. Kerstin, wo bist du? Guten Tag. Schönen guten Tag. Alles okay? Ja. Guten Tag. Kommen Sie mal raus. Wir haben Sie gerade gesucht. Ja, okay. Warum? Beziehungsweise wir suchen Ihren Freund. Guckst du mal rein da? Mein Freund, warum? Wo ist der jetzt? Ja, weil der angeblich hier sein soll, aber den kann keiner auffinden im Moment. Sind die Frau Schulte, ne? Ja, ich bin Frau Schulte, darf ich mal einen Ausweis von Ihnen sehen? Frau Schulte, Sie haben aber nicht nur Pipi gemacht gerade jetzt, oder? Nee, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen was nachgeguckt. Firmenkontodaten. Kerstin! Hey, nicht aus der Hand, nicht aus der Hand. Entschuldigung, das sind unsere Firmen. Das sind die Daten von meinem Stick. Das sind die. Das sind die Daten von meinem. Kerstin! Da wir ja jetzt in dem Bereich sind, wo Sie im Verdacht stehen, eventuell mit dieser Straftat was zu tun zu haben, möchte ich Sie bitten, Ihre Tasche zu öffnen. Das kann doch nicht. Hier ist noch eine Tür zu. Das kann doch nicht wahr sein. Da sind unsere Kontodaten drin. Kerstin, was soll denn dieser Mist? Frau Schulte, möchten Sie uns was erzählen? Das ist mein Stick. Machen Sie mal bitte Ihre Tasche auf, ich möchte mal einen Blick reinwerfen. Habt ihr die Petra jetzt überfallen wegen dem Stick? Gehen Sie einmal raus, hier bitte. Ja, gute Idee. Wir machen gerade Befragung. Da kann ich Sie nicht weiter. Tut mir sehr leid. Einmal raus. Dankeschön. So, wir sind hier raus. Haben Sie einen Stick bei sich? Ja, habe ich. Ja, okay. Was ist er denn? In meiner Hand. Ja, dann. Haben Sie noch was entwendet von der Frau? Nein, ich habe nur den Stick entwendet. Das braucht man ja mal ein bisschen zurückgeführt. Wo ist Ihr Freund? Ich weiß nicht, wo der ist. Also, ich habe den bis gerade eben noch gesehen. Hier ist eine Tür zu. Kann das sein, dass der hier nebenan ist? Das weiß ich nicht. Gehen wir zur Seite. Nee, okay. Andere Seite. Ja, mal. War auch nichts. Ja, alles gut. Okay. Ja, Frau Schulte. Frau Schulte, das Problem, was wir haben, ist in diesem Falle, dass Sie hier als Mittäter von einem Raub beschuldigt werden. Also ich habe den Stick nur vorne gefunden und habe gucken wollen, was drauf ist. Ich gehe davon aus, dass wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Freund hierher kommen, Sie da auch gemeinsame Sache machen. Das stelle ich einfach mal anheim. Ob das stimmt oder nicht, ist erstmal egal. Das heißt, für uns aber Sie beschuldigt im Strafverfahren. Ja. Wie gesagt, es geht um Raub. Raub ist ein Verbrechenstatbestand, wird mit Haft nicht unter einem Jahr bestanden. Mit dem Raub habe ich aber nichts zu tun. Ich habe doch nur den Stick entwendet. Selbst wenn Sie da gemeinschaftlich vorgehen, sind Sie da erstmal mit im Boot. Da ist das Problem. Das können Sie gerne in der Vernehmung nochmal erklären. Ich würde Sie gerne vorher belehren, bevor Sie was Falsches sagen. Sie brauchen sich nicht selbst belasten, auch keine Angehörigen, also nicht Verwandte oder Verschwörer. Ja, aber ich brauche ja das Geld. Wenn ich gekündigt werde, dann brauche ich ja irgendwie Geld. Ne? Ja, aber das ist ja. Ich kann mich ja nicht einfach so entlassen. Ja, das kann er schon, wenn er die Gründe dafür vorlegt. Was sollte denn jetzt mit den Daten passieren? Ja, ich wollte mir meine Abfindung davon abnehmen, damit ich mir das überweisen kann. Ach, Sie sind also mit diesem Stick und den Kontodaten der Firma auf dieses Konto gegangen und sind dann eben halt in der Lage gewesen, dadurch das Geld auf Ihr Konto zu transferieren. Ja. Okay, folgen Sie den Kollegen unauffällig. So. Damit steht fest, dass die ehemalige Angestellte den Stick für ihre Zwecke missbraucht hat. Den Überfall auf die Rikscha hat aber ein Mann begangen. Die Beamten wissen genau, wonach sie suchen müssen. Guten Tag. Haben wir die Hände weg von der Flasche? Was ist das für ein Schal, den Sie da anhaben? Das ist hier so ein modisches Accessoire. Wie heißen Sie? Ich heiße Tobias Sturm. Herr Sturm, sind Sie der Lebensgefährte von der Frau Schulte? Ja, das bin ich. Was haben Sie an der Hand gemacht? Sind Sie da verletzt? Ich habe hier Limbo getanzt und da habe ich mich wahrscheinlich gestoßen gerade. Ja. Sie haben ein bisschen Alkohol getrunken. Wie viel haben Sie schon getrunken heute? Ganz wenig. Ja. Ein Bier hatte ich. Herr Sturm, Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Darf ich Ihnen eröffnen, worum es geht? Würden Sie mal bitte alle ein Stück zurücktreten? Es geht um den Zwischenfall vorhin auf der Rheinuferstraße mit der Rikscha. Von meiner Seite aus möchte ich Sie kurz belehren.
sind beschuldigt im Strafverfahren, brauchen sich zur Sache nicht selber zu äußern, brauchen keine Verwandten, keine verschwägerten Leute beschuldigen bzw. mit da reinziehen. Was Sie aber sagen, wird von uns aufgenommen bzw. auch schriftlich verfasst. Ja, ich aktueller Tatbestand, ich erkläre Sie nochmal, worum es geht. Sie sind beschuldigt im Rahmen eines Raubes. Raub ist kein Spaß. Sie haben das verstanden. Kollege und ich, wir müssen Sie leider mit auf die Dienststelle nehmen, da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, warum musstest Fall, du den Schalter unbehalten? Wie kann man denn so dämlich sein? Ehrlich? Ich hab dir gleich gesagt, das ist eine doofe Idee gewesen. Nee, aber du hättest mir den Schalter wegtun müssen. Jetzt fällt hier alles raus. Ruhig bleiben. Was soll ich still? Die wissen doch schon längst alles. Was soll ich jetzt so still sein? Kann ich bitte Ruhe haben kurz? Frau Schulte, auch für Sie. Ich war es aber nicht allein. Ich stehe dafür nicht allein gerade. Das soll ja auch keiner. Also trotzdem sollen Sie erst mal ruhig sein. Kollege und ich, wir müssen Ihnen einmal Handfesseln anlegen. Sie müssen mir auf die Dienststelle kommen. Ja? Haben Sie alles verstanden, ja? Ich habe das verstanden. Waren Sie Mädchen oder sind Sie lieb? Ich bin ganz lieb. Das ist gut, dann drehen Sie sich bitte einmal um. Für die ehemalige Mitarbeiterin und ihren Freund endet dieser Tag mit einer erkennungsdienstlichen Maßnahme. Die beiden Opfer sind erleichtert, dass die Täter geschnappt wurden. Ja, Ihnen wünsche ich eine tolle Feier. Ja, dann machen Sie Beste, wir schon mal durch, dann können Sie schon mal aus dem Regen rausgehen. Ja? Okay, jetzt brauchst du erstmal einen Schnaps. Machen Sie. Geben Sie dem Jungen Mann noch einen aus, dann lassen Sie mir auch noch flattern. Okay.